Ich habe gerade komplett alles umstellen müssen, damit wir zwei Mikrofone anstecken und so weiter. Da läuft jetzt ein Programm dazwischen. Jetzt habe ich quasi meinen Monitor verloren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu hören bin und ob das Spiel zu hören ist vor allem. Deswegen habe ich Animal Crossing nochmal gestartet, aber jetzt gerade ist das Spiel leider auch super leise. Aber ich brauche mal Feedback aus dem Chat, bitte. Und auch, ob man mich hört, oder? Genau. Spiel, jetzt mach doch mal Geräusche. Gibt's ja nicht. Aber er läuft doch, der Elefant. Ja, aber das müsste eigentlich gleich quasi neu, also neu starten und dann kommt wieder Musik. Auf das warte ich. Jetzt. Jetzt. Na, endlich. Okay, also drei Fragen. Bin ich zu hören? Gut. Ist die Merlin zu hören? Hallo. Und ist das Spiel zu hören? Das gleich kommt. Da bräuchte ich bitte kurz aus dem Chat die Antworten. Weil ich gerade nichts mehr selber hören kann. Alles hört man gut. Dann ist gut. Dankeschön, Pluto. Okay, cool. Yay! Dann können wir jetzt starten, würde ich sagen. Starten wir. Mit Deadly Premonition Origins. Ich habe das schon mal letztes Jahr zu Halloween, habe ich schon mal die erste Stunde des Spiels hochgeladen. Aber ich habe mir gedacht, wir fangen einfach noch mal neu an, oder? Nur fehlt der Innenstimme ein Körper. Einen euch. Was? Dir wahrscheinlich. Wahrscheinlich fehlt mir ein Körper, Ja, das ja. stimmt. Ja, ich körperlos. Körperlos durch die Nacht. Ja. Das geht zu weit. Ich sitze jetzt leider auch zu weit weg, um den Chat lesen zu können. Ja, Also ich gucke auf den Chat, dass ich gut. das. Ich versuch's. Es wäre eigentlich super, wenn du den Chat lesen könntest, während ich. Willst du mein Tablet holen? Aber das Spiel startet doch gerade schon. Das stimmt. Das creepy verwaschene Intro. It's dangerous to run around here, boys. So, ich habe Merlin ihren Chat gegeben, damit sie auch mitlesen kann. You and I.
Deadly Premonitions. Origins, um genau zu sein. Origins, genau. Aber es ist, glaube ich, einfach nur Deadly Premonition. Mhm. Origins. Gleich. Gleich bin ich wieder im Chat. The Hawkeye. Es sieht so schlecht aus. Soundtrack so super. Saxophon, Gedudel, das ist so cool, creepy. Das ist total cool. Zweite Teil, der ja jetzt dann dieses Jahr irgendwann kommt, sieht nicht sehr viel anders aus. Nee, sieht genauso aus. Und das finde ich gut so. Ja, diese Grafik trägt dazu bei, dass alles irgendwie creepy ist. Ja, ich finde auch, das hat auch so einen gewissen Charme irgendwie. Sieht aus wie sehr gute PlayStation 2, eher so Dreamcast-Grafik, würde ich sagen. Das ist schon so eine Ära der Horrorspiele irgendwie. Das ist schon ganz eigener Stil irgendwie, finde ich. Stilrichtung. Ja, und dadurch, dass die Figuren halt nicht so viel Gesichtsausdruck haben, müssen sie immer so overacten. Ja, das stimmt. Und das ist schon lustig. Das ist very schön. Der macht schon coole Spiele. So, was hast du verpasst? Also, Animal Crossing haben wir ein bisschen noch rumgemacht, so geguckt. Und jetzt fangen wir gerade mit Deadly Premonition Origins an. Also im Grunde kommst du genau richtig wieder, wenn man so will. Hey, danke Crusader. 100 Bits für Merlin. Vielen Dank. Und die Merlin, damit sie sich einen neuen Körper kaufen kann. ein Hauch von Bayonetta im Soundtrack. Ja, das Saxophon auf jeden Fall. Es wird sehr oft mit Twin Peaks verglichen, das Spiel. Und das aus offensichtlichen Gründen. Okay, wir starten ein neues Spiel. Spielstand gefunden. Überschreiben? Ja. Kannst du dich noch erinnern, ob die Steuerung besser war im Switch-Titel? Ja, die Switch-Steuerung ist absolut spielbar. Teilweise auf manchen Systemen, manche Versionen von dem Spiel sind fast nicht steuerbar. Das ist furchtbar. Ja, genau. What the fuck? So, das ist unser Protagonist. York. York und Zack. Agent York und Zack. Im Grunde ist er beides. Das ist wirklich ein total genialer Kniff. Da werden wir bestimmt noch öfter drüber reden. Weil unser Charakter hier hat eine multiple Persönlichkeit, eine gespaltene Persönlichkeit oder vielleicht einen unsichtbaren Freund, wenn man so will, mit dem er während des Spiels die ganze Zeit redet, aber gleichzeitig ist er quasi der Spieler, sind wir diese andere Persönlichkeit, zu der er die ganze Zeit redet und die auch manchmal um Hilfe fragt. Also hier wurde quasi der Spieler über eine zweite unsichtbare Persönlichkeit oder so ins Spiel hineingezogen, so ein bisschen. Und jetzt haben wir hier ein Tutorial. Im Grunde. Ein abgefreaktes Tutorial. Wir sind im Grunde in Yorks Kopf, in seiner Psyche, die werden wir öfter bereisen. Wenn A, X auf dem Bildschirm erscheint, mit A bewegen, mit X begutachten. Beobachten. Ein seltsame Uhr tickt, aber der Raum vermittelt den Eindruck, die Zeit stehe still. Ich finde eher, die Zeit läuft ein bisschen rückwärts, oder? Wenn so rote Blätter nach oben fliegen, fallen. Wie
ist es denn von der Lautstärke her vom Spiel? Weil ich höre das gerade sehr laut. Deswegen frage ich mal in den Chat, ob das okay ist. Eine Puppe, die wie ein dicker Mann aussieht. Auf dem Film steht Bundesstaat Washington. Was? Im Schild. Da war gerade was. Was denn, wo denn? Auf der anderen Seite. Ah, hier ist tatsächlich was. Eine Kleiderpuppe. Eigentlich sogar zwei. Unheimlich, aber bestimmt sehr nützlich, um Jacken und so aufzuhängen. Hör. Felix fragt, ob du die Musik leiser machen kannst. Ja, machen wir. Es ist abgeschlossen. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich in den Optionen eventuell... Weil das Spiel ist teilweise nicht sehr gut abgemischt. Ob ich vielleicht die Stimmen lauter... Automatisch speichern bitte ein. Warum ist denn das standardmäßig aus? Toneffekte. Genau, machen wir mal Musik ein bisschen leiser, die Toneffekte sehr viel leiser, glaube ich, und die Sprache auf 100%. Vielleicht sogar noch ein bisschen extremer das Ganze, damit man die Sprecher wirklich hört. Schauen wir mal, ob es okay ist. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass es nicht so gut abgemischt war. Nee, gar nicht. Wenn noch irgendwas laut ist, schreibt einfach ein Chat. Jetzt schauen wir mal, wenn das Gemurmel der Kinder mal vorbei ist, dann ist es vielleicht besser. Twin Peaks fand ich echt verwirrend, aber trotzdem irgendwie cool. Hat auch etwas Akte X-Charme, das Game. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Nur, dass man halt nur Mulder ist, im Grunde. So, Objekt nehmen. Francis York Morgan, unser Protagonist. Wir haben unsere eigene Yu-Gi-Oh!-Spielkarte gekriegt. Ein weißer Bildschirm. Sorry to keep you waiting. It will start soon. It's about time to get started. Aber wirklich. Zack. Zack, can you hear me? It's me, York. If you can hear my voice, could you respond? Yeah. Hallo. Good. I thought you went to sleep. Zack, don't be surprised. The crime took place out in the country this time. Let's take it slow. Okay, Zack? Okay. Sure, that's one way of looking at it, but it's totally wrong. Listen, they both need each other. It's called interdependency, and they both know it. Yeah, I know. He does terrible things to Tom. Nasty, even sadistic things. But that's fine, as long as that's what Tom wants. Think of it. His actions. He's always asking for it. It's his partner's job to fulfill that need, and Jerry knows that. Proof? Well, in the Tom and Jerry show, they live with each other. Hello? Hello? I can't believe the Bureau still can't get me a satellite phone. Also, überhaupt so lange Internet hat. Puppies are making me go to another town in the boondocks again. Well, I'll be a happy camper, even if it ends up being a waste of time. At the very least, it'll get me out of the cramped city for a while. Right, Zack? The perpetrator from the last case really was something. Who'd have thought there'd be razors laced into your nails? Crazy. Just crazy. Well, at least I now have a scar to show off. See this? I got this when I arrested the Catwoman wannabe. Women. They're crazy. Don't you agree, Zack?
eigentlich die Eichhörnchen? Warum sind die Eichhörnchen wie Affen? Eigentlich. Ich meine, ich weiß nicht, wie Eichhörnchen wirklich klingen, aber ich weiß, dass sie nicht so klingen. Ja, da war bei den Stockgeräuschen ja nur noch Affe verfügbar. Ja. Das Witzige ist, wäre einfach weitergefahren, wäre das Spiel durchgespielt und wir könnten die Credits jetzt rollen. Spoiler. Aber ich meine, ist auch kein Wunder, ne? Fahren, rauchen, am Laptop, telefonieren. Telefonieren. Hm. Regen, Nacht. Hm. Hat er gerade seine angezündete Zigarette? Ich glaube, die war nass. Ach so. Schätze ich mal. Ich meine, guck dir an, wie es regnet. Dass der überhaupt, aber gut. Zack, there goes the civilized world. Okay. Jetzt kommt, das Spiel beginnt gleich mal mit einer von den Horrorpassagen. Und die sind der eher nervige Teil im Spiel. Der nervige Teil im ansonsten echt super coolen Spiel. Wobei die auch ihren Charme haben. Aber ich spiele sie einfach nicht gerne. Geil, oder? Der Unterschied zwischen Taschenlampe an und aus. So. Schauen wir mal. Den vergleicht man eine Medaille. Entenauszeichnung. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass der am Anfang über Tom und Jerry geredet hat und seine Interpretation von Tom und Jerry. Das ist sowas, das zieht sich durch das ganze Spiel im Grunde. Er redet sehr viel über Filme und seine Erlebnisse mit Filmen und seine Interpretation von Filmen. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Vor allem, weil er mit uns drüber redet, weil wir sind ja Zack. Tja. Vor allem, wo hat er die Taschenlampe? Das ist auch eine gute Frage, das stimmt. Bin ich hier richtig? Habe ich hier alles mir angeguckt? Ich glaube schon. Das Spiel ist von 2010 und war im Grunde damals technisch schon echt nicht mehr irgendwie gut. Aber das macht nichts. Ich muss nur kurz wieder rausfinden, wie die Steuerung funktioniert. Weil ein bisschen seltsam ist sie schon, aber es passt schon. Das ist im Wald so schüttet, ey. Meine Güte. Oh, ja, natürlich. So, das ist immer am Anfang von jeder so kleinen Ermittlung. Es gibt in dem Spiel viele kleine Ermittlungen, die am Schluss das große Ganze ergeben. Wer ist der Killer? Zack, I'll let you handle the meet and greet. Okay. Ist ja klar, dass wir wieder den Scheiß machen. Ja, genau. Typisch. Das weiß ich gar nicht, wo es wirklich lang geht. Ah, anscheinend in da die andere offensichtlich Richtung. Nicht. Gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Ich gehe mal auf meine 9mm FBI-Waffe. Ach nee, warte. Ich bleib bei meinem Stahlrohr, weil damit können wir hier die Kisten kaputt hauen. Glaube ich. Gehen die kaputt überhaupt? Seine Auszeichnung rausgefallen. Aha, aus dem Zaun, glaube ich, oder? Kriegt man, ja tatsächlich, man kriegt Agentenauszeichnungen dafür, dass man Zäune kaputt haut. Nicht schlecht. Die Geräusche sind auch die geilsten. Ja. Er ist vielleicht nicht der beste Schütze, Ermittler und Befrager, aber Zäune kaputt hauen kann er. Mhm. 5 Agentenpunkte. Was ist das überhaupt für ein Belohnungssystem, das das FBI da eingeführt hat? Kriegt man jetzt irgendwie... Achievements, Mini-Achievements. Oh oh, Hunde jaulen. Oh mein Gott. Hä? Habe ich erst neulich wieder geguckt. Allein dafür gibt es 3 Jahre Haft in Deutschland. Zu Recht. Viel zu wenig. Viel zu wenig, auf jeden Fall, aber immerhin.
muss ja sagen, ich finde die Monster zwar nicht besonders, also die haben kein, also das ist halt ein normales Charaktermodel, ne? Aber was die gleich machen, finde ich schon einfach creepy. Verschwinden. Genau, verschwinden. Das ist creepy. Dose mit Eingemachtem. Köstlich. Wo hat er da gerade hingedrückt? Da war kein Knopf, da ist ein Drehregler. Ja. Nur er sieht den Knopf. Nur er sieht den Knopf, das stimmt. Warum ist da alles so komisch eingezäunt? Das weiß man nicht. Das finde ich einfach nicht. Ja, das ist schon creepy. Die Geräusche und die Animationen der Monster sind schon cool. Weiter dran, Dankeschön fürs Abonnieren. Seit 12 Monaten. Voll cool. Geheimnisvoller Schatten. Geheimnisvoller Schatten. Interessante Bezeichnung für so ein Zombie-Geist-Ding. Mhm. Aber gut. Ja, auch, dass die keinen Mund und keine Augen haben und sich so nach hinten lehnen. Wie schießt man? Ach so. Ah, sehr gut. Kopfschussbelohnung und eine Zulage für getötete Gegner. Hey. Cool. Kriegt man jetzt beim FBI schon Zulagen für Getötete. So ist es also. Great. Zulage für getötete Gegner. Sehr schön. Amazing. 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 Okay, den haben wir es gezeigt. Ich habe eh unendlich Munition für die Waffe, sehe ich gerade. Was mache ich mir überhaupt so gedorgen? Was? Strome. Hallo, wie geht's? Dieses Exorzist-Ding mit in der Brücke Verkaufstrum. Was? Verkehrt herum wahrscheinlich. Verkehrt herum. Dieses. Ach so. Mit in der Brücke verkehrt herum. Das verstehe ich nicht ganz, aber es erinnert wirklich an den Exorzisten, wie die Treppe runterläuft in dem Film. Der Exorzist. Hm. Das Mädchen. So ein bisschen. Die Fortbewegungsart. Es ist auf jeden Fall mega creepy. Dieses nach hinten gelehnte. Ja, genau. Ich glaube, die Viecher haben auch keinen Rückgrat. Also, dass sie sich so hängen lassen. Wahrscheinlich. Hm. Okay. Gehen wir in diesen seltsamen, eingezäunten Garten-Dingens. Profiling starten! Es ist vor allem immer die Frage, wir lösen hier einen echten Mordfall. Es gibt einen echten Mörder und echte Leichen und echte Menschen. Aber das alles hier... Ist das echt? That one takes the cake. It's the first time I've been attacked so directly. Zack? Can you give me a logical explanation about what that was? Ja, du bist verrückt. Das ist meine logische Erklärung. Never mind, don't answer. Life is fun because of the mysteries. Right, Zack? Aber vielleicht ist das die Erklärung, die das Spiel uns liefert. Es gibt einfach keine Erklärung. Deal with it. Das ist die Realität des Spiels und fertig. Ein Lutscher. Ein Lutscher. Der sieht so, so aus wie Chupa Chups. Chupa Chups, ne? Ja, aber voll. Das ist schon... Das nicht. Naja. Zockt nebenbei, ich nix Multitasking. Ach, ich schreibe auch oft so einen Blödsinn zusammen, wenn ich irgendwas tippen will. Ich kenn das. Mr. Hawkeye, das ist Deadly Premonition. Genau. Origins. Ach so, nee, er fragt Felix, was der spielt. Ach so. Ja, ich dachte, wäre offensichtlich. Ja. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ich dachte echt, man kann die Fässer kaputt machen. Aber vielleicht auch nicht. Oh, hallo. Vielleicht hätte die dich gar nicht angeschaut. Vielleicht. Wahrscheinlich war die nur eine Passantin. Tja. So ist es. Aber das FBI gibt mir 5 Belohnungspunkte dafür. Ja, das stimmt. Insofern. Das FBI muss es wissen. Eben. Stirb! Die kann ich gar nicht schießen. Verzeihung. Nachladen? Nachladen? Achso.
Es steuert sich so ein bisschen wie Resident Evil 4 oder auch die neuen Resident Evil Teile, nur nicht so gut. Aber Resident Evil 4 hatte Panzersteuerung, oder? Nee, 4 nicht mehr. Der 4er nicht mehr. Also doch im Grunde schon ein bisschen Panzersteuerung wie die alten Teile, nur mit freier Kamera und so. Das war nicht mehr ganz wie die alten, aber grundsätzlich schon ähnlich. Er bewegt sich auch lustig. Ja. Kill me. Sagen die da immer Time to die oder so? Oder I want to die. Oder I want to die. Ich meine, er hat ja gerade auch gesagt, kill me, ne? Ja. Irgendwie sowas. Dabei sind die doch irgendwie Geister, dachte ich. Und wieder auf den unsichtbaren Knopf zwischen den Drehreglern. Wie geht das? Ich glaube, die Generatoren, die muss man gar nicht einschalten oder so. Die muss man nur dagegen klopfen. Der klopft so ran und dann laufen sie wieder. Ein anderer würde mit ein bisschen mehr Kraft dagegen hauen. Das sind auch so aber tolle. Er weiß einfach genau, wo er dagegen tippen muss. Ja, das stimmt. Aber diese Explosionsanimationen sind auch einfach grandios. Ja. Ah, ich glaube, das ist so eine blöde Pfütze, wo unendlich viel von diesen Geistern spawnen. Yeah! Das heißt, wir laufen hier einfach ganz schnell durch, weil da spawnen gleich welche, die hinter uns sind, und das ist unangenehm. Bist du tot oder nicht? Ich bin mir nicht sicher, doch, ich glaube schon. Ich will die Belohnungspunkte. Löst dich endlich auf, Hitbox. Oh mein Gott, das dauert ewig. Ja, das gibt's doch nicht. Hallo? Jetzt ist aber hier was faul, oder? Ja, jetzt. Okay. Wirklich, ich glaube, da war so lange von dieser toten Zombie-auflösenden Leiche die Hitbox noch. Verrückt, oder? Das ist halt ein altes Spiel, ne? Ja. Diese Geräusche, das ist so super. Aber ich finde es auch schön, ich meine, guckt man sich mal den. Oh, ja, okay, vielleicht gerade jetzt nicht, aber ansonsten würde man mal hier schauen. Was für eine Skybox. Ich meine, wenn der Himmel sowas macht, dann ist irgendwas nicht okay. Ja, das stimmt. Eher ungewöhnlich. So, den habe ich gezeigt. So, die nächste unheimliche Creepy-Hütte. Ah, da ist eine Lootbox, eine Item-Verstaukiste wie in Resident Evil quasi. Aber haben wir nur begrenztes Inventar? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das werden wir rausfinden. Was ist da wohl verkehrt? Ich finde diese Nachdenkpose, da tippt er so komisch in der Luft über seiner Krawatte oder so. Das ist wirklich komisch. Der Generator sieht übel aus, Zack. Ich glaube, der Mörder hat echt was gegen ihn. Gehabt. Er hatte. Mit einer Axt zerstörte Maschine. Unser nächster Hinweis. Genau, da war die Kamera noch direkt hinter Leon fixiert im vierten. Das war so Semi-Panzersteuerung noch ein bisschen. Zack, versuchen wir, dieses kaputte Ding zu reparieren. Okay. Ausgemacht. Oh. Great. Ich würde sagen, wenn er die erschießt, ist er immer great. Amazing. Ja. Vielleicht, ich frage mich, redet er mit uns? Weil er hat doch gesagt, wir sollen das übernehmen. Oder, ich finde es auch ganz schön, man sieht selten, aber so ein kleiner Kniff, weil seine gespaltene Persönlichkeit wird quasi durch zwei verschiedene Augenfarben dargestellt. Aber das sieht man gerade überhaupt nicht. Aber er hat sie wirklich. Glaubt mir. Jetzt sind eher so weiß, oder? Ja, irgendwie ganz komisch. Yeah. Ja, was war denn das gerade? Ich frage mich, was man damit machen kann. Ist Geld. Okay. Geld. Damit kann man fett Kohle scheffeln. Yeah. Ach ja. Ja, wo denn?
Yes. Junge Frau, beruhigen Sie sich doch. Ich bin nur hier, um den Generator zu reparieren. Glaube ich. Naja. Sicherungskasten einsetzen. Haben wir Glück, dass der Axtmörder nicht den Sicherungspanel hier kaputt gehackt hat. Das hätten wir echt ein Problem. Der Strom in der Gegend müsste jetzt viel stabiler sein. Beeilen wir uns, Zack. Mir wäre Resident Evil Steuerung viel lieber als die, die sie ist. Aber gut. Hey, ich würde aber echt gern... Naja, ist egal, ich gewöhne mich schon dran. Es ist nur ungewöhnlich, weil man ist es eigentlich gewöhnt, mit der rechten unteren Schultertaste zu schießen. Hier zielt man mit der linken oberen und schießt mit der linken oberen, rechten oberen Schultertaste. Das ist komisch, weil eigentlich die anderen Schultertasten eher etabliert sind. Sprinten ist die untere linke, es ist alles falsch, aber es geht schon. Man gewöhnt sich dran. Das gemein. So nah vor einem. Zum Glück sind die ein bisschen lahmarschig, solange die ihre Pose noch nicht eingenommen haben. Amazing. Ich weiß gar nicht, welchen Schwierigkeitsgrad ich genommen habe. Ich hoffe, super easy. Weil ich hasse die Kämpfe auf hohen Schwierigkeitsgraden. Später vor allem, wenn die krassen Monster kommen. Weil die bewegen sich auch irgendwie so lustig. Ja. Wackelnd. Meine Güte, die explodieren aber. Ah ja, hier kommen wieder unendlich viele. Die können wir uns sparen. Nehmen noch schnell den Loot hier mit. So. Bandage. Pflaster. Das ist auch irgendwie, oder? Pflaster als Heilmittel in so einem Horrorspiel ist fast schon irgendwie lustig. Wenn man so ein kleines Aua hat. Klebt man sich ein Pflaster drauf und dann geht's wieder. Ich dachte gerade, da ist ein Hirsch. Ein Hirsch? Ja, das sah irgendwie aus, als hätte sie, als wäre da ein Hirsch mit so einem Geweih. Hat, finde ich, auch fast vom Stil her ein bisschen was von der Hannibal-Serie. Da wird es wieder passen mit dem Geweih und so. Hm. So, jetzt kommt gleich einer der absolut nervigen Quicktime-Events, bei dem ich höchstwahrscheinlich sterbe. Ja. Ja. Ich hasse es. Stirb. Die sind unmöglich. Ich hasse die so. Aber das wird in den Quicktime-Events auch sehr oft passieren. Zum Glück sind die Reset-Punkte einigermaßen fair. Also einigermaßen okay. Darf man mit multipler Persönlichkeitsstörung überhaupt zum FBI? Vielleicht hat er die erst während seiner Zeit im FBI überhaupt bekommen. Möglicherweise. Das war ein gemeiner Reset-Punkt. Oder? Ja, es geht schon. Ich meine, ich kann hier durchsprinten. Offensichtlich. Hm. Okay. Ich hoffe, dass es jetzt wieder Y ist. Es ist B. Ah. Ah. Oh Gott sei Dank, ey. Ich hasse es. Es ist wirklich so ein Bewegung. Ja. Sehr schön. Oh Gott, diese Quick Events. Das ist nämlich das Gemeine an dem Spiel, da konnte ich mich noch dran erinnern, dass die nicht immer die gleichen sind, wenn du es nochmal machen musst. Ja. Dann kommt noch hinzu, dass ich auf allen Konsolen parallel spiele, abwechselnd, und A und B und X und Y auch auf dem Xbox-Controller vorhanden sind, aber genau vertauscht jeweils A und B und X und Y, und das macht es echt schwer, so schnell die richtige Taste zu finden. Roter Efeu, das nächste Beweismittel. Und damit haben wir alle unsere Beweise. Yeah. Profilerstellung starten. Das sind schon Szenen, die noch gar nicht im Spiel vorgekommen sind. Können wir in die Zukunft sehen? Ja, wahrscheinlich. Süßer Lutscher, stillt den Hunger ein wenig. Cool. Da steht sogar Schupper Schups drauf, oder? Echt? Nee, das glaube ich, das ist nur... Oder? Ich weiß sehr nicht. Gezuckerter Donut. Wie viele Süßigkeiten der isst. Da kriege ich direkt Hunger. There's definitely something in this town. Do you feel it, Zach? My coffee warned me about it. Yesterday morning, the milk I poured in my coffee made a sign. It said,
Tomorrow you'll arrive in a place that will change your fate. Ich frage mich halt, ob sich Jörg darüber im Klaren ist. Und wenn, kann er es unterdrücken, wenn er weiß. Ich meine, er hält sich ja immer seine Hand so ans Ohr, als hätte er einen Knopf im Ohr, wenn er mit Zack redet. Das wird schon so ein Schutzmechanismus sein, so ein für die Öffentlichkeit quasi, damit es nicht gleich so auffällt, dass er irre ist. Quasi. Oder so. Die Telefone sind Speicherpunkte. Ja. Okay. So. Open World. Open World. Ist sie nicht wunderschön? Sie passt aus wie Fallout 76. Ein bisschen. So. Vor allem muss man halt echt mal ein bisschen drauf achten in der Open World. Es gibt so ein paar Sachen, die sind halt einfach, also das stimmt einfach das Scaling nicht. Die sind zu groß oder zu klein und das ist ganz halt komisch. Wahrscheinlich aus irgendeinem Asset-Kasten rausgefischt und nicht ganz richtig eingefügt teilweise. Es ist schon teilweise komisch. Gleich sind wir da. Oh, oh, gleich stirbst du. Ja, ich meine, so wie es dargestellt wird, ist es ja nicht wirklich eine gespaltene Persönlichkeit in dem Sinn, sondern eher ein unsichtbarer Freund irgendwie. Dem er aber auch mal die Kontrolle übergeben kann, wenn er will. Yeah, you were very late. Emily White. Hilfs-Sheriff von Greenwell. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. FBI Special Agent Francis York Morgan. Ich glaube, sie weiß, please, wer du just bist. Call me York. That's what everyone calls me. Agent York? Good, that's good. Are you the sheriff? No, I'm Deputy Sheriff Emily Wyatt. George, he's the sheriff. He went looking for you, actually. Die Stimmen sind immer noch so leise. I see. If you don't mind me asking, did you walk all the way here? My car broke down, that's all. She's easy on the eyes. Definitely worth a trip to the primitive world. By the way, don't mention anything about what happened back there. She'll think you're a psycho. Ich glaube, sie kann uns hören. Don't want that, do we, Zack? Welcome to Greenvale. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. Und wo kam der gerade her? Ja, der hat sich hinter so einem Brückenpfeiler versteckt für seinen dramatischen Auftritt. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Could you tell me why the FBI is so interested in a small town homicide? Let's just say it's a personal interest in killers of young women. I'm always looking for new sample cases to help me with my profile. Both our superiors have cleared this with each other. You can remain in command. You don't have a problem with this, do you? No. No problem. Just want to set things straight. Our small town has its share of problems. I'm the one fixing them one by one and maintaining peace and order. You can have your profiling sample, but I need you to understand that. Of course. Of course. By the way, George, I had a little accident with my car. Could you send someone to take care of it? Oh, and my clothes and luggage are still inside. All right. Don't worry. I'll get my assistant Thomas to take care of it. Do you need anything else? Thanks. That'll be all. Well then, I think I'll rest up first at the hotel. Then I'll join you on your investigation. Don't know how to say that. We really don't need your help. Unlike some of your corrupt city police officers, I play it by the book. I hope you'll come to appreciate that, Agent Morgan. And we'll handle the investigation. You just think of this as a vacation. Take it easy. Enjoy the nature here. You don't have to be a tree worshiper to appreciate the wildlife here.
Zack, let's reassess the situation. There are no cavemen here. We're as far forward as the Middle Ages. And we've just met the king. Oh Gott, die Fahrphysik, zu dem kommen wir gleich noch. Ja. Lust, darf ich auch gerade drüber nachdenken müssen, das Auto fahren in dem Spiel. Mm. Super, mir geht's auch so mit da dran. Das ist, als würde ich irgendwie so alte Akte X oder X-Faktor folgen oder sowas gucken. Das ist so cool einfach. Wie eine alte Serie eben. Wenn man mal wieder guckt. Abgeschlossen. $200. Oh. Und $700 fast. Reichtum. Dafür können wir so viel Lutscher kaufen. Yes. Und Köder fürs Angeln. Mhm. Kein japanisches Spiel ohne Angeln. Welches Spiel hatte letztens kein Angeln? Wo es eigentlich... Stimmt, Dragon Quest. Dragon Quest, das neue, hat kein Angeln. Das ist ungewöhnlich für ein Japano-RPG. Die Puppies are making me go to another town in the boondocks again. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. Welcome to Greenwood. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. There's definitely something in this town. Do you feel it, Zack? The coffee warned me about it.